bei Maybrit Illner. Und die begrüßt die Gäste im nötigen Abstand auch nochmal sehr herzlich. Tja, liebe Zuschauer, Deutschland ist im Ausnahmezustand. Christian Drosten ist bei uns, Virologe an der Charité hier in Berlin, einer der bekanntesten deutschen Virologen. Die Regierung zögert immer noch mit einer Ausgangssperre, Herr Drosten. Ist dafür auch in einer Woche noch Zeit? Ja, wir haben ja schon öfter mal so besprochen, dass eigentlich wir in Deutschland früh dran sind mit der Erkennung unseres Ausbruchs, weil wir viel Diagnostik machen. Wir machen wirklich sehr viel Diagnostik, muss man sagen. Sodass man vielleicht sagen kann, es ist jetzt noch nicht zu spät, sondern wir sind so in einem Bereich von einem Vorlauf von einer Woche oder 10 Tage oder sogar 2 Wochen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt sagen können, dann würden wir also erst in 2 Wochen die Ausgangssperre machen, sondern wir wollen ja alle eigentlich keine Ausgangssperre. Und ich glaube, wir müssen ausgestalten. Ausgestalten heißt überlegen, wie man also bestimmte Dinge, wenn man jetzt durch Berlin fährt, dann sieht man eben doch sehr viele Leute noch rumlaufen, bei denen man sich denkt, die fahren jetzt wahrscheinlich nicht gerade zur Arbeit, wie man bestimmte Dinge noch mal wieder adressiert. Mhm. Christian Drosten, wir kriegen immer wieder etliche Warnungen aus Italien, aus Spanien. Chefärzte wenden sich direkt an die Deutschen und sagen, ihr müsstet viel konsequenter handeln. Verlassen wir uns doch zu sehr auf unser besseres Gesundheitssystem? Naja, also klar kommen diese Warnungen, aber ich glaube, zu der Zeit, als diese Warnungen eigentlich sichtbar wurden, gab es auch eine Reaktion in Deutschland. Das hat dann nicht mehr lange gedauert. Und natürlich ist das dann jetzt vielleicht auch so, solche Warnungen sind extrem emotional natürlich. Das löst natürlich dann auch was aus. Und solche Warnungen basieren nicht unbedingt jetzt auf spezieller Kenntnis der deutschen Datensituation. Ich will auch gar nicht behaupten, dass ich jetzt da eine viel bessere Kenntnis hätte. Aber Sie haben vor 6 Wochen schon in dieser Sendung gesessen und haben wörtlich gesagt, es wird schlimm. Richtig, ja. Das habe ich vor 6 Wochen schon gesagt. Das haben Sie vor 6 Wochen schon gesagt. Und dazwischen lag ja eine Zeit. Also nochmal die Frage, hätten wir konsequenter und in diesem Fall eben auch schneller reagieren können und müssen? Naja, also vor 6 Wochen, das ist jetzt tatsächlich schon ganz schön lange her, wenn man sich das so mal rekonstruiert. Damals galt das, glaube ich, in der Öffentlichkeit als ungewöhnlich, dass ich das gesagt habe. Da haben sich ein paar Leute, glaube ich, drüber erschrocken. Mhm. Und das war genau zur selben Zeit, als eigentlich die Weltgesundheitsorganisation sich durchgerungen hat, von einem internationalen Gesundheitsnotstand zu sprechen. Das ist nicht ganz sofort durchgesickert, glaube ich, in der deutschen Öffentlichkeit. Und natürlich hat auch die Weltgesundheitsorganisation ganz schön lange gebraucht, um sich dazu durchzuringen. Da hat man sicherlich auch sehr viel Rücksicht auf China geübt. Und ich denke, das wird vielleicht noch kritisiert werden in der Zukunft. Auch wie die WHO sich verhalten hat. Richtig. Ja. Ich glaube aber jetzt tatsächlich, dass das Deutschland vielleicht gar nicht so stark betrifft, weil wir eben recht früh dran sind im Erkennen des Ausbruchs. Also wir müssen, ich will nicht sagen, wir müssen jetzt nichts machen, wir müssen unbedingt jetzt was machen. Aber es könnte sein, dass wir so gerade die Kurve kriegen und andere Länder eben nicht. Würden Sie auch sagen, dass man für das Klinikpersonal, Sie arbeiten an der Charité hier in Berlin, tatsächlich auch Regeln lockern muss? Naja, es gibt eben zum Beispiel diese Regel bei der Kinderbetreuung, wo natürlich dann bestimmte Berufsgruppen einen Betreuungsplatz weiter behalten, auch wenn eigentlich die Kindertagesstätten geschlossen sind. Ja. Das ist also schon da und natürlich muss man dafür sorgen, dass diese Arbeitskraft insgesamt erhalten bleibt. Und da hatten Sie auch einen guten Vorschlag, nämlich zu sagen, dass Krankenhäuser mit angeschlossenen Instituten und Laboren eben täglich ihr Personal prüft und testet, damit sie weiterarbeiten können, wenn sie konstant negativ sind. Ja, das fällt so unter das Thema sinnvolle Nutzung von Diagnostikkapazitäten. Ja. Also man kann sich eben schon vorstellen, Mitarbeiter frei zu testen. Für die Arbeit, sodass man die nicht in Quarantäne oder Isolation geben muss. Gleichzeitig kann man natürlich demnächst auch hoffen, dass erste Mitarbeiter dann
Antikörper haben, also die Krankheit schon durchgemacht haben, das kann man auch im Labor testen, kann man sagen, dieser Mitarbeiter hat jetzt schon die Infektion hinter sich und kann im Prinzip ohne Schutzausrüstung arbeiten. Wieder an die Front und ist dann auch einigermaßen immun für eine bestimmte Zeit, die wenigstens ein paar Jahre umfasst. Wir sind besonders ergriffen, Professor Drosten, von natürlich dem, was in Italien und in Frankreich mittlerweile nötig ist, nämlich, dass man rationiert und priorisiert in Bezug auf lebensrettende Maßnahmen. Das will man sich nicht vorstellen. Droht das auch uns? Ja, das ist dann tatsächlich eine Frage der Zahlen. Also ob man das tatsächlich schafft, jetzt mit guter Effizienz, dass die Verbreitung, also die Kurve zu verkleinern. Und natürlich gibt es auch andere Dinge, die da reinspielen. Also es ist schon so, dass wir in Deutschland eine hohe Zahl von Intensiv- und Beatmungsplätzen schon haben in der Grundausstattung. Dass wir natürlich jetzt diese Vorbereitungszeit haben, also so eine Talkrunde im Vorlauf hat es in Italien nicht gegeben. Die waren plötzlich in der Situation. Und wir haben mehrere Wochen von diesem Vorlauf jetzt. Es sind auch vielleicht Dinge, die man nicht so im Detail sieht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen viel auch mit Intensivmedizinern gesprochen. Und mir ist eigentlich klar geworden, dass auch diese Erkrankung besonders schwierig zu beatmen ist und dass man Intensivmedizin da wirklich können muss. Und ich glaube, wir sind schon gut in diesem Handwerk in Deutschland. Das ist aber dann auch wieder eine Frage von Fortbildung, zum Teil auch ad hoc nochmal Fortbildung und Auffrischung. Und auch dafür haben wir jetzt einen zeitlichen Vorlauf, den andere Länder nicht haben und den wir unbedingt nutzen müssen. Und das ist auch immer wieder der Unterschied zu Ländern wie Italien. Christian Drosten, man muss es verstehen, das Interesse der Mediziner, ihr Interesse ist, dass das ein möglichst langer Prozess ist, dass wir die Infektionen möglichst lang hinauszögern. Das Interesse der Politik und eigentlich irgendwie auch jedes normalen Menschen ist natürlich, es so kurz wie möglich zu halten. Hat man in einer solchen Ausnahmesituation überhaupt Spielraum? Ja, das ist tatsächlich das eigentliche wirklich Schwierige hieran. Also wir müssen jetzt für den Moment, also für die nächsten Monate unter diese Belastungsgrenze des Gesundheitssystems kommen. Aber dann ist die Frage, wie geht's weiter? Wie lange soll man das dann noch durchhalten? Und da gibt es Modellrechnungen, die sagen 2 Jahre. Und das ist natürlich nicht durchzuhalten. Und wir müssen da irgendwann auch, und zwar auch dringend, in einen Diskussionsprozess einsteigen, um das Ganze auch mit anderen Mitteln zu lösen. Also wir sprechen ja hier bei dieser Maßnahme jetzt von der sozialen Distanzierung und so weiter. Das sind alles nicht pharmazeutische Interventionen. Es gibt aber auch pharmazeutische Interventionen, die Das ist die große Hoffnung auf Medikamente. Das sind Medikamente oder Impfstoffe. Und natürlich ist es jetzt nicht einfach, da was aus dem Ärmel zu schütteln. Bei den Medikamenten, da gibt es natürlich Kandidaten, aber die Zulassungsprozesse da sind wirklich kompliziert und langwierig. Da müsste man also tatsächlich eher jetzt noch mal Substanzen genau anschauen, die zugelassen sind, die man umwidmen kann. Da ist also gerade die Wissenschaft wirklich fieberhaft dabei. Aber es gibt da leider noch keine sehr guten Nachrichten. Es gibt dieses, das geht auch die ganze Zeit viral, dieses Ebola-Medikament, das Remdesivir, meine Güte. Ist das aussichtsreich oder sagen Sie, viel aussichtsreicher ist der Kampf eben um einen Impfstoff? Das Remdesivir ist eine interessante Substanz, die ist ja noch nicht ganz zugelassen. Die kann man jetzt unter sogenannten Compassionate Use-Protokollen benutzen. Der Hersteller gibt diese Substanz aber nur frei auf Beantragung für den jeweiligen Patienten. Der Patient muss kurz beschrieben werden. Und dann muss der Patient in einem Zustand sein, wo man sagt, der braucht schon Sauerstoff, aber der braucht noch keine kreislaufunterstützenden Medikamente auf der Intensivstation. Und in diesem Fenster gibt die Firma im Moment die Substanz frei. Viele Ärzte würden sich eigentlich wünschen, dass man die Substanz früher im Verlauf geben könnte, wo der Patient vielleicht mehr davon hat, die Replikation eines Virus zu blockieren. Aber das würde dann viel mehr Patienten betreffen. Und
Ich bin mir nicht sicher, ob es so viel Substanz überhaupt schon gibt von diesem, diesem Medikament. Und außerdem muss man jetzt auch die Zulassungsstudienbedingungen richtig einhalten. Sonst wird das komplizierter und komplizierter. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit einem Impfstoff nicht vor Frühjahr 2021. Dietmar Hopp, der Mehrheitseigner dieser Tübinger Firma von CureTech, hat jetzt den Herbst avisiert. Was sagen Sie? Ja, also ich will da jetzt nicht von einzelnen Produkten sprechen. Dazu kenne ich mich dazu auch gar nicht genug aus. Ich bin kein Impfstoffforscher in dem Sinne. Ich habe da vielleicht eher so ein bisschen breite, allgemeine Kenntnis. Ich habe schon das Gefühl, dass wir sicherlich in einem gut informierten Kreis auch andere Optionen diskutieren müssen. Also ohne da jetzt in irgendwelche Details einzusteigen, aber es gibt natürlich gerade im Impfstoffbereich eine große, große Sicherheitsanforderung. Wir wollen nichts verimpfen, was die Leute mit Nebenwirkungen versieht und vielleicht irgendwelche Impfwirkungen auslöst, die man nicht will. Nur die Frage ist, bei einer Patientengruppe, die vielleicht ein Risiko hat zu sterben, das fast an 10% herangeht, da muss man natürlich auch noch ein zweites Mal nachdenken über Impfstoffe, die Begleiterscheinungen machen im Bereich von 1 zu 1000 oder so oder sogar noch weniger. Das ist etwas, das man heute bei der Impfstoffzulassung niemals tolerieren würde. Eine Nebenwirkung in diesem Bereich. Eine schwere Nebenwirkung. Aber wir haben ja nichts anderes. Wir können das ja nicht 2 Jahre durchhalten. Wir müssen irgendwie da mal drüber nachdenken. Und wir sind zurück in der Runde und fragen Christian Drosten, auch Sie, Herr Drosten, sind misstrauisch gegenüber diesen chinesischen Erfolgsmeldungen. Die Chinesen sind uns ungefähr 2 Monate voraus. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass es da eine zweite Welle geben kann? Und was können wir lernen von den Chinesen? Also ich denke, die Chinesen sind uns 4 bis 5 Monate voraus. Ah, okay. Aber worauf es jetzt ja in dieser Betrachtung ankommt, ist, ob man daran glaubt, dass es jetzt keine Fälle mehr gibt in China, wie das jetzt neuerdings gemeldet wird. Nur noch importierte Fälle, die man dann auch unter Isolation setzen muss und so weiter. Und wie das in einem Monat aussieht, ob es dann vielleicht wieder Todesfälle gibt, nachdem jetzt nicht bemerkte Fälle im Moment nicht gemeldet werden. Und wie sich das weiterentwickelt. Also viele sich gut auskennende Personen sagen, das ist zwangsläufig, dass das wieder Fahrt aufnimmt. Ja. Vielleicht sogar noch stärker wird als jetzt bei dem jetzigen Ausbruch. Und die Frage ist natürlich auch da, was hat China eigentlich in der Schublade an Impfstoffen? Gibt es da vielleicht schon einen Impfstoff? Wissen wir davon vielleicht gar nichts? Das würde mich nicht wundern. So, und man will natürlich eine Antwort so gerne auf die Frage, woran würde man festmachen können, dass man zurückkehren kann zu ein bisschen Normalität, was in China ja jetzt schon mal versucht wird. Woran könnte man das messen? Also ein Kriterium. Also ich glaube, dass in China sehr, sehr viel wissenschaftliche Daten erhoben werden, auch epidemiologisch wissenschaftliche Daten. Und das ist sicherlich etwas, weil wir das ja übertragen wollen in dieser Überlegung, wie kommen wir da wieder raus, auch in Deutschland, oder was passiert als nächstes? Also was passiert alleine schon zum Beispiel um Ostern rum? Was kann es für Kriterien geben? Wir werden mit Sicherheit um Ostern rum immer noch eine beträchtliche Fallzahl haben. Wir werden dann natürlich mehr Todesfälle haben als jetzt. Ja. Und unter welchen Bedingungen können wir eigentlich sagen, jetzt gehen wir trotzdem wieder zur Schule und machen vielleicht andere Maßnahmen dafür schärfer und durchschlagender. Und dafür brauchen wir natürlich detailliertes epidemiologisches Modeling, das aus Deutschland für Deutschland gemacht wird. Nicht mehr Analogieschlüsse aus anderen Ländern, sondern da ist jetzt wirklich mal die Macht der Wissenschaft gefragt. Wir haben ja bis jetzt so ein bisschen Politikberatung schon gemacht. Aber jetzt beispielsweise, was jetzt entschieden wurde, war eine politische Entscheidung und auch eine richtige politische Entscheidung natürlich, vollkommen. Und es ist jetzt in den nächsten Wochen die Aufgabe, erstens diese sehr richtige politische Entscheidung aber auszugestalten. Die Details sind ja dann doch noch nicht so ausgearbeitet.
und dann eben in die unmittelbar nächste Zukunft zu blicken, auf der Basis von dann wieder neuen wissenschaftlichen Beratungen, die vielleicht auch nicht von Virologen kommen, sondern von Mathematikern, aber auch sicherlich von Wirtschaftswissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern. Darf ich kommen müssen? Eine Frage stellen? Ja, unbedingt. Weil Politikberatung muss jetzt öffentlich auch stattfinden. Unbedingt. Sie haben schon viel Gutes getan. Ich habe gehört auch, dass Sie Testverfahren ja entwickelt haben, die uns ja helfen. Haben Sie den Eindruck, dass wir in Deutschland umfassender testen als in anderen Ländern und deshalb vielleicht auch ein anderes Bild haben? Ich meine, wir haben auch den Bereich, wo man das Gefühl hat, das Gesundheitssystem wird durch Testing jetzt fast in einigen Arztpraxen nach Anfragen schon fast lahmgelegt. Aber ist das Ihr Eindruck, dass wir sozusagen ein umfassenderes Bild möglicherweise haben als ein paar andere Kandidaten auf der Welt? Also es gibt Zahlenschätzungen. Die Zahlenerhebung ist noch nicht abgeschlossen, so viel ich das weiß. Und ich hatte das schon mal irgendwo gesagt. Das ist keine Schwäche des deutschen Systems, dass wir nicht genau wissen, sondern es ist eine Stärke, weil wir das so in der Fläche alles verteilt haben. Jeder darf, der kann und viele können. Ich würde im Moment wirklich aus dem Bauch heraus ins Unreine schätzen. Wir machen pro Woche zwischen 100 und 200.000 Tests. Und wir sind damit wahrscheinlich das Land, das am meisten testet pro Bevölkerung. Und testen wir die richtigen, Professor Drosten? Sie haben auch schon mal sehr gut erklärt, dass dieser PCR-Test nur 7 Tage auskunftsfähig ist. Testen wir die richtigen? Also da gehen so ein paar Überlegungen zusammen. Also im Moment könnte man beispielsweise sagen, man muss wirklich aufpassen, dass jetzt nicht ständig asymptomatische getestet werden. Es ist immer noch so, dass nach einigen Maßgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst, zum Beispiel Kontaktpersonen, einmal am Anfang der Isolierung getestet werden, obwohl sie keine Symptome haben. Ich glaube, das lässt sich kaum noch durchhalten. Und dann ist natürlich die andere Frage, wenn einer in einer Familie positiv getestet ist, warum definieren wir nicht gleich die ganze Familie als positiv, wenn die in einem Haushalt lebt? Denn die werden sich alle infizieren, sowieso. Es gibt natürlich weitere Maßgaben, die man da machen kann. Aber eine Sache, die das alles überspielen wird, ist, dass wir jetzt ja im exponentiellen Anstieg sind. Und egal, wie gut wir sind am Testen, dieses Verbessern der Testkapazität ist linear. Also wir können da vielleicht 30-40% noch drauflegen mit großen Anstrengungen, aber das war's dann. Das heißt, wir werden sowieso nicht mehr hinterherkommen und wir müssen sowieso umfokussieren auf Risikogruppen. Ne? Also beispielsweise, wenn jemand, der jung ist, auf dem Sofa sitzt und seine erste Woche Krankheit abwartet, dann guckt der Serien, der braucht kein Testergebnis. Ja. Wenn der aber 70 ist, dann muss der Hausarzt wissen, dass der positiv getestet ist. Und der Hausarzt muss alle 2 Tage da anrufen und fragen, wie ist es mit der Luft? Ja. Denn sonst ist die Lunge schon verklebt, bevor der Patient ins Krankenhaus geht. So, und noch die Frage unbedingt, bevor wir noch mal in die Runde gehen. Wie haben Sie zitiert mit dem Satz, dass derjenige, der jetzt klassische Symptome hat, hohes Fieber, trockener Husten und vielleicht auch diese Geschmacksneutralität, kein Geruchssinn mehr, kein Geschmack, der könnte davon ausgehen, dass er das Virus hat. Was tut der jetzt schlauerweise? Der muss sich nicht mehr testen lassen. Na, so würde ich es jetzt nicht von heute auf morgen umsetzen. Wir haben übrigens immer noch Influenza-Saison, die läuft also immer noch aus. Sie läuft noch aus, okay. In der Charité zum Beispiel immer noch ziemlich viel Influenza eigentlich bei den Patienten, mehr als das neue Virus, das neue Coronavirus. Aber es wird in allernächster Zeit so sein, natürlich, dass gerade ein Erwachsener mit Fieber, wenn wirklich keine Influenza mehr ist, der hat dann mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Virus. Und da gibt es dann eben eine gewisse Arbeitsdefinition, wo man sagt, vielleicht ist es der Anruf beim Hausarzt. Der Hausarzt macht dann eine arztseitige Verdachtsmeldung und das war's, wenn er jung ist. Wenn er aber älter ist, dann kann und soll der Hausarzt eine Testung auslösen. Wir müssen einen Punkt machen. Ich darf mich ganz herzlich